Servus! Vor ein paar Tagen war ja die PlayStation Showcase, auf der richtig, richtig viele Spiele gezeigt wurden, aber nicht so Mini-Mini-Spiele, wie es zum Beispiel bei der Gamescom der Fall war, wo ja viele Indie-Games gezeigt wurden, aber hier wurden richtig, richtig fette Spiele angekündigt. Ich hatte leider nicht die Zeit, live drauf zu reagieren. Letztendlich habe ich drauf reagiert, aber halt offscreen. Ich habe es einfach nicht geschafft, noch den Stream anzuschmeißen, weil ich einfach komplett verplant habe, dass das da ist. Ich werde heute über ein paar Spiele reden, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Das ist das, was ich hier heute mache. Das allererste Spiel, das vorgestellt wurde, war direkt mal richtig, 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 richtig geil. Und zwar Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Die, die mich kennen, werden ja wissen, dass ich tatsächlich eigentlich überhaupt kein Star Wars Fan bin. Aber ich habe mich trotzdem extrem drauf gefreut, weil ich das Spiel, das Nicht-Remake, wollte ich schon seit Ewigkeiten mal spielen, aber ich bin nie dazu gekommen und hatte auch nie so wirklich Lust. Aber jetzt wurde das Remake angekündigt, was richtig gut aussah. Wir haben aber fast gar nichts leider gesehen. Das nächste Spiel, das meiner Meinung nach richtig geil aussah, war Forspoken. Das gab es ja schon im PlayStation Store zum Vorbestellen, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich es schon auf meiner Wunschliste drauf, weil das grafisch-technisch so heftig gut aussieht. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Jetzt gab es auch mal Gameplay zu sehen, beziehungsweise ich habe mir das erste Mal tatsächlich Gameplay von dem Spiel angeguckt. Und es hat mir gut gefallen, überraschenderweise, weil eigentlich mag ich so Magic-Stuff und sowas, wie es dort war, mag ich eigentlich nicht. Aber irgendwie, das hat so eine geile Optik. Das hat mir einfach gut gefallen. Das wird auf jeden Fall nice, hoffe ich zumindest. Dann wurde GTA 5, dieses Remake-Dings, angekündigt, worauf ich mich ja schon seit Ewigkeiten freue. Und es kam der Trailer und ich war echt krass enttäuscht, nicht nur ich. Das Video hat mittlerweile über 100.000 Dislikes. Was da alles schiefgegangen ist, darüber könnte ich ein ganzes eigenes Video machen. Da gab es mehrere Bugs in der Remastered-Version. Die Grafik wurde nicht mal verbessert großartig. Ist jetzt einfach nur auf dem Stand von einer ganz normalen PC-Version. Das Advanced Gameplay beinhaltet Dinge, die schon immer im Spiel sind. Dinge, die Spiele aus dem Jahr 2009 in-game haben, sind in der Remake-Version aus dem Jahr 2022, weil das Ding nochmal verschoben wurde, immer noch nicht drin. Dazu gab es eine total peinliche Szene, die nochmal perfekt zeigt, wie GTA Online eigentlich drauf ist. Also das war wirklich einfach nur peinlich von Rockstar. Die Community ist auch ordentlich ausgerastet. Ich wollte eigentlich hier nicht drüber reden, weil es hier wirklich um positive Spiele geht. Um jetzt mal von dem negativen zu dem wohl glücklichsten und farbenfrohsten Spiel der ganzen Showcase zu kommen, mit dem Spiel Chia. Das sah richtig gut aus. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass es dieses Gitarrensystem aus The Last of Us Part 2 gibt. Es sieht richtig schön aus, das Spiel. Du kannst dich wohl in alle möglichen Tiere verwandeln und das sah so schön aus, das Spiel. Und ich glaube, das könnte einer der Überraschungstitel sein, wenn es dann rauskommt. Da freue ich mich wirklich riesig drauf. Die Optik von dem Spiel ist einfach richtig heftig und Gameplay-technisch sah es auch schön aus, schön mit Erkunden ein bisschen. Dann hat Insomniac Games auf einmal übelst krank abgeliefert. Die haben auf einmal ein Marvel-Setting gezeigt, was sehr interessant aussah. Ich dachte erst Deadpool, aber am Ende war es Wolverine. Freue ich mich drauf, weil Marvel-Spiele sind immer gut, vor allem wenn sie von Insomniac Games kommen. Aber die haben ja gleich noch ein Marvel-Game angekündigt. Und da kam ein Spiel, da bin ich echt gar nicht so drauf vorbereitet. Es kommt auch erst 2023 und zwar Spider-Man 2. Als das erste Mal Spider-Man ins Bild geflogen kam, war ich schon so wow. Aber als es in diese Gasse ging, ich wusste sofort, dass es Venom ist. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe auch einen Tweet drüber gemacht. Auf das Spiel freue ich mich so sehr. Ich habe leider Spider-Man Miles Morales immer noch nicht gespielt. Ich nehme es mir seit dem PS5-Release vor. 2023 ist noch so lange hin. Das ist so scheiße. Aber ich freue mich drauf. Es sah gut aus. Und ich glaube, das ist auch mein Highlight. Ach ja, Mann, Alter. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, und das waren die Spiele, auf die ich mich am meisten freue. Ich weiß, es kamen noch Spiele wie Guardians of the Galaxy, God of War, Deathloop. Ich habe gesagt, Deathloop gefällt mir, aber ich habe einfach genügend von Deathloop gesehen. God of War habe ich abgeschaltet, ganz einfach, weil ich Teil 1 noch nicht gespielt habe und den noch spielen möchte. Guardians of the Galaxy bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Auf jeden Fall war das eine saustarke Showcase. Ich hätte mich gefreut, hätte man mal noch ein bisschen was von FNAF gesehen. Das wäre nice gewesen. Peppa Pig wäre lustig gewesen. Jetzt mal Spaß zur Seite, das war wirklich eine kranke Showcase. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Tschüssing. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Checkt gerne mal das Video und die Playlist ab, die hier gerade eingeblendet ist. Abonniert gerne den Kanal, checkt gerne Hubert ab oder auch mein Podcast, Link dazu in der Beschreibung. Und ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen, weil ich gar keine Lust habe. Tschüssing.